Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Minecraft Bedrock Addon-Erstellung. Ihr seht, das ist eine spezielle Folge. Heute haben wir nämlich gleich zwei Addons, die ich veröffentlichen möchte, nämlich vertikale Stufen, vertikale Treppen und eine ganze Menge Blöcke. Wir haben 56 neue vertikale Stufen und 53 neue vertikale Treppen. Es gibt ein paar Ausnahmen, dazu kommen wir aber gleich. Zunächst mal, ihr seht, wie ich das hier aufgebaut habe. Ich habe erstmal die Vanilla-Blöcke gemacht, also Stufe, quasi die untere Hälfte, obere Hälfte, Doppelstufe. Dann habe ich die vertikale Stufe in die vier Richtungen hingebaut und nochmal als Doppelstufe, was dann an sich nicht zu unterscheiden ist, ja, von der Textur her. Dann haben wir hier die Treppen, quasi die acht normalen Treppenrotationen. Und dann hier die vertikalen Varianten könnt ihr dann eben auch sehen in den vier verschiedenen Richtungen. Das haben wir dann für alle möglichen Blöcke. Da gehen wir auch nochmal gleich durch. Erstmal die Herstellung. Ihr müsst es euch so vorstellen, jede Stufe hat eine extra vertikale Variante hinzubekommen. Das heißt, wenn wir, keine Ahnung, sagen wir Prismarin zum Beispiel nehmen, dann können wir die einfach hier in die Steinsäge reinlegen und dann haben wir hier Stufe, Treppe, Mauer, für diesen Fall irrelevant, vertikale Stufe und vertikale Treppe. Das heißt, die habe ich hier einfach mal hinzugefügt. Dann kann man die hier herstellen. Wenn man das Ganze in einer Werkbank machen möchte, dann kann man das im Grunde so ähnlich wie eine normale Stufe machen, nur eben dann vertikal. Da seht ihr, haben wir sechs verschiedene Stufen. Sechs Stufen, die wir da rausbekommen können. Wenn wir die Treppe davon haben wollen, dann machen wir das einfach wie so eine kopfüberstehende Treppe. Das ist dann einfach die vertikale Treppe, die man da herausbekommt. Und es sollte an sich mit allen Blöcken funktionieren, die eben hinzugefügt wurde. Wenn ihr das im Kreativinventar sucht, ich habe das hier bei den Treppen reingestopft. Ihr seht, das nicht besonders sortiert. Da müsst ihr halt einfach schauen, zum Beispiel hier vertikale gewachste, verwitterte, geschliffene Kupferstufe und vertikale, verwitterte, geschliffene Kupferstufe. Da müsst ihr einfach mal anschauen, wie heißen die. Ja, da muss man das einfach nach dem Namen unterscheiden. Da kann ich das leider nicht extra sortieren. Genauso mit den Stufen, da habe ich dann eben die vertikalen Stufen einfach noch mit reingestopft, damit das alles auch so funktioniert. Und ja, dann hätten wir das. Dann schauen wir uns an, welche Blöcke gibt es denn eigentlich. Und ich mache das einmal so, damit ihr eben beide Blöcke sehen könnt, gleichzeitig die Stufen und die Treppen. Also als allererstes haben wir hier unser Eichenholz, dann haben wir Fichtenholz, Birkenholz, Tropen- bzw. Dschungelholz, Akazienholz, Schwarzeichenholz, Mangrovenholz, Kirschholz, Bambus, Bambusmosaik, eben so eine etwas andere Textur. Karmesin, Wirrholz, dann haben wir hier Stein, glatte Stein, Stufen, eben nur die Stufen. Die Treppen gibt es halt aber nicht, die Vanilla-Blöcke dazu. Da habe ich auch keine vertikalen Blöcke hinzugefügt. Ihr seht, ich hätte das ein bisschen anders machen können mit der Textur. Schließlich haben wir hier diese große glatte Fläche. Die hätte man hier auch an der Seite machen können. Persönlich, ich finde diese Textur gar nicht mal so schlecht. Weil das sind dann irgendwie so zwei gigantisch große Steine, die aufeinander gelegt wurden, damit das quasi so ein festes Fundament bildet. Ich hätte ein ganz eigenes Blockmodell machen müssen, extra für die glatte Steinstufe, damit das so aussieht wie normale glatte Steinstufe. Aber das war mir dann ein bisschen viel Arbeit. Ich meine, das sind hier schon beides zusammengerechnet 109 Blöcke, die ich gemacht habe. Ich habe die natürlich nicht alle einzeln per Hand gemacht. Ich habe dafür ein Generator-Script programmiert in Python und habe das dann quasi durchlaufen lassen. Aber die einzelnen Texturen, die Abbauzeiten, die Töne, die beim Abbauen erklingen sollen, die musste ich natürlich alle einzeln heraussuchen und quasi eintippen. Daher, das war eine Menge Arbeit. Das bisschen mehr war mir dann schon ein bisschen zu viel. Danach haben wir hier unseren Bruchstein, bewussten Bruchstein, Ziegel, Steinziegel. Da habe ich ein bisschen einen Fehler gemacht, hoppla.
Bomoste-Steinziegel, Granit, polierter Granit, Diorit, polierter Diorit, Andesit, polierter Andesit, Bruchtiefenschiefer, polierter Tiefenschiefer, Tiefenschiefer, Ziegel, Tiefenschiefer, Fliesen, Schwarzstein, polierter Schwarzstein und polierter Schwarzstein, Ziegel. Hier drüben bei dem Tiefenschiefer, da hatten wir einfach nur Tiefenschiefer, Ziegel. Warum wir hier keinen Schwarzsteinziegel haben, weiß ich nicht. Es ist auf jeden Fall poliert. Da haben wir hier den Sandstein, den geschnittenen Sandstein, der hat wieder keine Treppen. Da habe ich keine vertikalen Treppen gemacht. Der glatte Sandstein, der ist ein bisschen merkwürdig. Zumindest vor ein paar Updates oder so konnte man den mit der Steinsäge quasi gar nicht verarbeiten. Das heißt, man konnte keine Stufen, keine Treppen machen. Ich weiß nicht, wie es jetzt ist. Ich habe das auf jeden Fall hinzugefügt, dass man auch hier die normalen Stufen und Treppen dann in der Steinsäge herstellen kann. Genau dasselbe haben wir nochmal für den roten Sandstein. Also hier roten Sandstein, geschnittenen roten Sandstein, auch wieder die Treppen fehlen. Glatten roten Sandstein. Und dann haben wir hier die vier Kupferblöcke. Es gibt natürlich die ungewachsenen Varianten. Ich habe hier nur die gewachsenen Varianten hingebaut, weil die Texturen ja an sich identisch sind. Und die nicht oxidierten, die nicht gewachsenen Varianten würden dann mit der Zeit ja komplett oxidieren. Daher habe ich hier nur die gewachsenen hingemacht. Die funktionieren im Grunde genauso wie die normalen Stufen. Dafür habe ich ja hier die Tutorial-Serie gemacht für die Zombie-Statue. Falls ihr wissen wollt, wie ich das genauer gemacht habe, Link unten in der Videobeschreibung. Da ist die gesamte Playlist für die Stufen, Treppen, vertikale Stufen, vertikale Treppen und dann eben, wie gesagt, die Zombie-Stufe, wie ich das alles gemacht habe. Und falls ihr Interesse habt, ihr könnt einfach in die Dateien reinschauen. Ja? Das heißt, ihr könnt einfach das Add-on auseinandernehmen, euch anschauen, wie habe ich was gemacht, könnt es dann selber verwenden. Ich bitte euch, wenn ihr Dateien einfach eins zu eins kopiert, ja, wenn ihr irgendwie aus beiden ein einzelnes Add-on macht, dann wäre es ganz nett, mich da zu benennen, vielleicht dieses Video hier zu verlinken, damit die Leute auch wissen, dass ich einen recht großen Anteil dann daran hatte. Ansonsten wäre es ein bisschen unfair gegenüber mir, weil ich habe da eine Menge Arbeit reingesteckt. Ja? Also wäre es nett, wenn ihr mich dann einfach da erwähnt. Da haben wir hier Ziegel bzw. Backstein, Schlammziegel, Netherziegel, rote Netherziegel, Endziegel. Da haben wir hier Prismarin, dunklen Prismarin, Prismarinziegel, Purpur, Quarz und glatten Quarz. Und damit hätten wir dann auch im Grunde alle. Ihr seht hier so ein bisschen, wie Prismarin die Farbe ändert. Ich habe ein bisschen gebraucht, bis ich die Farbveränderung hier auch bei den vertikalen Stufen und Treppen hinbekomme. Ihr seht jetzt gerade, es ist bei so einem sehr giftigem Grün. Jetzt wird es türkis und gleich wird es tiefblau, bis fast schon so ein bisschen lila da zu sehen ist. Also die Farbveränderung war ein bisschen schwierig, das hinzubekommen. Könnt ihr euch gerne anschauen, wenn ihr wissen wollt, wie das Ganze funktioniert. Einfach mal in den Dateien herumstöbern. Gut, dann hätten wir das im Grunde. Eine wichtige Anmerkung hätte ich vielleicht ganz zum Anfang machen sollen. Ihr braucht dafür experimentelle Features, ja, damit das Ganze funktioniert. Und wir schauen uns einfach mal an, welche das sind. Dazu gehen wir hier zu den Einstellungen. Die müsst ihr dann vor dem Erstellen der Welt anschalten, damit ihr die Add-ons korrekt nutzen könnt. Ansonsten werden euch tausende Fehler angezeigt und Minecraft zeigt euch einfach nicht die Blöcke an. Es wäre zu schade, wenn ihr sagt, es funktioniert nicht. Ihr braucht hier unter den Experimenten Feiertags-Creator-Funktion und geplante Creator-Funktion. Feiertags-Creator-Funktion braucht ihr an sich für die Stufen zum Beispiel, damit daraus Doppelstufen werden können. Da braucht ihr gewisse Eigenschaften, die freigeschaltet werden, damit man daraus Doppelstufen machen kann. Und geplante Creator-Funktion braucht ihr, damit diese unterschiedlichen Rotationen der Blöcke möglich sind. Das heißt, beide müssen aktiviert sein, sonst funktionieren die Blöcke einfach nicht richtig und ihr könnt die nicht so benutzen, wie sie eigentlich genutzt werden sollten. Genau, dann hätten wir an sich alles, was wir hier in Minecraft tun können. Dann gehen wir einmal raus und zwar zu einem beliebigen Browser. Und in der Videobeschreibung ist natürlich der Download-Link bzw. der Link zu diesem Ordner. Da habe ich quasi alle meine
fertigen Add-ons reingepackt, also für die Stufen als auch für die Treppen. Vielleicht, weiß ich noch nicht, füge ich in Zukunft noch ein paar andere Add-ons hinzu. Da bin ich mir noch recht ungewiss. Daher muss man einfach mal schauen. Hier haben wir dann den Ordner fertige Add-ons. Wir haben Vertical Slabs Add-on.mc Add-on, Vertical Slabs Add-on.zip. Genauso für die Treppen. Einmal als Add-on, einmal als ZIP-Datei. Einfach damit man das unterscheiden kann. Ich komme jetzt dazu. Wenn ihr es herunterladen wollt, dann klickt einfach mal auf die .mc-addon-Datei und hier oben auf Herunterladen. Das dauert dann einfach ein bisschen, keine Ahnung warum. Die Website ist ein bisschen langsam. Dann geht ihr hier auf Download und dann geht ihr einfach hier zu den Downloads. Und an sich, wenn ihr draufklickt, dann sollte es an sich schon in Minecraft importiert werden. Falls es nicht funktioniert, nicht schlimm, das erkläre ich jetzt auch nochmal. Dann geht ihr hier eben zur ZIP-Datei, könnt ihr auch nochmal runterladen. Nochmal runterladen, Dankeschön. Dann geht ihr zu einem Dateimanager, zum Beispiel Z-Archiver für Android oder Documents für iOS, beides unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und dann haben wir hier eben die ZIP-Datei. Wenn wir die öffnen, dann wird gesagt, hier entpacken und dann bekommen wir eben das Verhaltenspaket einmal und einmal das Ressourcenpaket. Das nehmen wir, schneiden wir aus bzw. verschieben. Wir gehen dann in den Minecraft-Ordner. Die unterschiedlichen Speicherorte sind unten in der Videobeschreibung, damit ich das hier nicht für jede Variante von Minecraft Bedrock Edition erklären muss. Dann gehen wir hier einmal zu Behavior Packs, so rum. Einmal zu Behavior Packs und dann nehmen wir hier dieses RP wieder raus, denn das ist das Resource Pack, das muss woanders rein und zwar hier unten. Da gehen wir auch mal rauf, einfügen und dann haben wir es. Also hier in Resource Packs kommt RP hinein und hier oben bei Behavior Packs kommt BP hinein. Dann müssen wir einfach Minecraft nochmal neu starten, das heißt einmal komplett schließen, einmal komplett neu öffnen und dann sollten die korrekt importiert sein. Dann könnt ihr das in den Welten benutzen. Aber ihr habt ja gesehen, ich habe das bereits in die Welt importiert. Das heißt, das benötigen wir dann jetzt nicht mehr zu machen. So, dann hätten wir das auch im Grunde. Das war es dann mit der Folge. Ich hoffe natürlich, es hat euch sehr gefallen. Ich hoffe, ihr könnt damit eine ganze Menge bauen. Ihr wisst, ich bin nicht so der kreative Typ. Ich bin da mehr so Redstone und die technische Seite von Minecraft, die gefällt mir da deutlich mehr. Aber wenn ihr kreativ seid und viel mit Blöcken in Minecraft baut, dann könnte das super, super nützlich für euch sein. Und dann wünsche ich euch viel Spaß damit. Wie gesagt, Download-Link unten in der Videobeschreibung, einfach importieren und dann könnt ihr damit spielen. Nicht vergessen, experimentelle Features, geplante Creator-Funktion und Feiertags-Creator-Funktion aktivieren, damit ihr es richtig benutzen könnt. Und dann sollte alles funktionieren. Gut, dann wäre es mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, dann lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss.